Mucke. Und nochmals Daumen hoch vom verrückten Willi, dem Modi, naja, wie auch immer. Kleines bisschen heute außer Fassung geraten, wegen anfänglicher technischer Schwierigkeiten. Ich sag Bühne frei. Ab. Dann erzähle ich mal eine kleine Geschichte zu unserem nächsten Song. Der hat nämlich auch mal eine Entstehungsgeschichte. Ja, wir hatten so eine ganz, ganz böse künstlerische Krankheit, die betrifft hauptsächlich Künstler, Musiker oder andere freischaffende Menschen. Und ja, dieser Song handelt von einem Thema, das nennt sich eine Schreibblockade, unter der litten wir mal so ein halbes Jahr lang. Und nachdem wir da sämtliche Medizin ausprobiert hatten, von Valium über Bier, über Zigaretten, über Sport, über Videospiele, über Lethargie, haben wir uns eigentlich, beziehungsweise habe ich damals eigentlich nur eine effektive Medizin gefunden, und die hieß Schreib einen Song über Schreibblockaden. Und der Song ist dann irgendwie doch gut geworden. Und deswegen haben wir den jetzt halt in unser Set aufgenommen und der kommt jetzt. Nasser Sack, Couch und Jogginghose, Aufmerksamkeit grad mal halt wach. Zettel und Stift, nee, lass mal lieber mal den Fernseher an. 5 Stunden lang hat's 4 Programme, aber nichts kommt bei mir an. Aufstehen, meine Güte, fühl wie die nächste Sehne reißt. Seit Wochen nichts gegessen, außer Toastbrot und Vanilleeis. Keine neuen Ideen und wie im Gulli verkrochen. Schreibblockade auf dem Weg zum Kühlschrank, stoß ich mir den Musikerknochen. Eine Woche lang nur noch Jam Session, doch dabei gar nichts geschrieben. Aber fuck, wo sind die Blättchen? Der Chef am Rotieren wie ein Döner, wenn er diesen Text hier liest. Ich bin eins mit der Couch, riech nach Bratenfett und die Augen hängen tief. Die Gitarre verstaubt, der PC eingerostet, ich greif nach dem Krümeltee. Ach, den Scheiß, die Flasche war doch zum Pinkeln da. Oh, oh weh, oh weh. Denk zurück, wie's mal ging, wie's mal war. Ich hab keinen Plan, ey. Bei unserem letzten Kick, das war ja, da hatte Tobi noch Haare. Kreativ, schreib doch gerade. Wovon soll ich denn bloß schreiben, wenn dir einfach nichts passiert? Kreativ, graue Haare. Der Kopf ist leer wie eine Vakuumglocke. Was soll ich tun? Das ist die Frage. Realität, ein kalter Schock. Das Gefühl durchbohrt meine leere Brust, so wie ein Flock. Au, die Decke stürzt mir auf den Kopf, das Telefon klingelt. Ach nee, war nur der Hems, der hat sich verwählt, den Revolver verwählt. Au, das letzte Mal im Supermarkt brauch ich einen langen Scheit. Beutel, Reis, Bananenschorle, rotes Sommerkleid. Oh, alles rein chinesisch, denn mein Hirn hat sich entzweit. Faul und unselbstständig, einfach so, so, no, verpeilt. Oh, kreativ, schreib Blockade. Wovon soll ich denn bloß schreiben, wenn hier einfach nichts passiert? Oh, kreativ, graue Haare. Leer, wie eine Vakuumglocke, was soll ich tun? Das ist die Frage. Aber okay, ich will versuchen, doch der Kuli, der ist leer. Leer, leer, leer. Und die Decke ist gefühlt 3 Tonnen schwer. Leer, schwer.
wann geht es? Das sind Blumen und auch etwas über Kohl. Etwas in Ohren, liebe Schmerzen, Alkohol. Danach mal was mit Russland und dem menschlichen Tod. Ach hey, ich kann's ja noch, ich bin wohl doch nicht so hohl. Danach mal was mit Heiden, mit Ivoren, mit Raporn. Etwas mit Badewannen oder Ventilatoren. Da ist doch mal der andere Typ von Blumenkolonne. So ein Scheiß, jetzt habe ich doch glatt den Faden verloren. 1, 2, 3, 4, kreativ. Schreib doch gerade. Wovon soll ich denn bloß schreiben, wenn ja einfach nichts passiert? Auch kreativ, graue Haare, der Kopf ist leer wie eine Vakuumglocke. Was soll ich tun? Keine Frage. Erstmal ein Bier. Das ist doch ungesund. Mhm. Richtig, Kevin. Yo. Ich hab den hohen Ton leider nicht mehr getroffen, tut mir leid, Tobi.